Liebe Online-Konzertgäste, liebe Freunde der Stadtkapelle Grein, liebe unterstützenden Mitglieder, liebe Musikerinnen und Musiker. Kein gemeinsames Musizieren, keine Proben, kein gemütliches Beisammensein nach der Probe, keine Veranstaltungen und so auch kein Vereinskonzert in gewohnter Weise. Heuer ist vieles anders. Sehr gerne würden wir Sie im Turnsaal der Mittelschule Grein begrüßen. Jedoch ist es heuer leider nicht möglich. Gemeinsam werden wir es schaffen und freuen uns schon, wenn wir für Sie wieder live spielen können. Geschätzte Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, liebe Musikerinnen, liebe Musiker, ich möchte Sie herzlich zu einem außergewöhnlichen Konzert in einem außergewöhnlichen Jahr begrüßen. Hoffentlich haben Sie es sich schon gemütlich gemacht, um unseren Klängen des Online-Konzerts zu lauschen. Wie schon erwähnt, ist das heutige Jahr anders, obwohl wir Anfang Februar mit den Proben für unsere Musikermesse begonnen haben. Die Musikermesse wurde leider verschoben. Unsere erste Ausrückung war dann zu Fronleichnam. Wir spielten die Messe in gewohnter Weise am Stadtplatz. Zwar mit Abstand, aber wir hatten unsere erste gemeinsame Ausrückung seit langem in diesem Jahr. Die kirchlichen Feste und Feiern konnten wir musikalisch umrahmen, wie Erstkommunion, Kräuterweihe, Firmung, Erntedank, Ehejubiläen. Der Wettergott hat es leider nicht sehr gut gemeint mit uns. Unser Dämmerschuppen im Rahmen der Sommerklänge fiel ins Wasser. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden den Dämmerschuppen und die Musikermesse eben nachholen. Ich freue mich, wenn wir wieder für euch gemeinsam musizieren können. Somit wünsche ich Ihnen einen gemütlichen Abend. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Musikerinnen, liebe Musiker, normalerweise würden wir jetzt im Turnsaal der neuen Mittelschule Grein sitzen und auf das Vereinskonzert der Stadtkapelle Grein warten. Wir hätten wahrscheinlich schon einige nette Gespräche im Vorfeld geführt und die Musiker würden etwas nervös auf ihren Auftritt warten. Heuer ist es etwas anders. Proben waren nicht möglich für das Vereinskonzert, Auftritte sehr beschränkt nur möglich. Die Stadtkapelle Grein hat sich trotz aller Erschwernisse streng an die Vorgaben gehalten, um 2021 wieder für Sie auftreten zu können. Ich wünsche Ihnen heute einen schönen Abend in etwas anderer, gemütlicher Atmosphäre zu Hause. Freue mich für das nächste Jahr, wenn die Stadtkapelle Grein wieder viele Auftritte in der Öffentlichkeit für uns Bevölkerung aufführen kann und darf Sie wirklich ersuchen, die Stadtkapelle Grein in gewohnter Weise zu unterstützen, an den Veranstaltungen teilzunehmen und sich an der Musik unserer Musikerinnen und Musiker zu erfreuen. Für heute wünsche ich Ihnen einen angenehmen, schönen, unterhaltsamen Abend. Liebes Publikum, heute werden wir das Vereinskonzert des Jahres 2019 sehen und hören. Genießen Sie den heutigen Konzertabend unter dem Motto I'm from Austria. Wir wünschen Ihnen für das kommende Jahr viel Glück und vor allem Gesundheit. Prost!
Liebe Konzertgäste, herzlich willkommen zu unserem Vereinskonzert 2019 auch von meiner Seite. Österreichische Musik und Stücke, die für unsere Heimat geschrieben wurden, stehen heute am Programm. Und ich freue mich, dass ich sie heuer durch das Konzert führen darf. Das nächste Stück, Chanson pour Yves, widmet der österreichische Komponist aus dem Salzkammergut Fritz Neuböck seinem Patenkind Ines, die gleichzeitig Soloflötistin ist. Das Lied soll sowohl der Solistin als auch den Zuhörern Freude bereiten. Chanson pour Ines, auf Deutsch ein Lied für Ines. Heute ist es ein Lied für unsere Claudia Katzenhuber. Sie hat im Sommer dieses Jahres mit der Querflöte das Leistungsabzeichen in Gold mit sehr gutem Erfolg absolviert. Die höchste Stufe, die für eine Musikschülerin in der Landesmusikschule Oberösterreich möglich ist. Liebe Gäste, unsere Claudia ist schon voll konzentriert und die Musikantinnen und Musikanten sind bereit. Überzeugen auch Sie sich von dem Können unserer Solistin. Viel Spaß mit Chanson pour Ines. Thank you.
großartige Solo. Liebe Gäste, die Solistinnen wechseln den Platz, dieser bleibt aber ganz klar in der Familie. Claudia übergibt an ihre Schwester Daniela. Sie hat ebenfalls diesen Sommer mit der Klarinette das Leistungsabzeichen in Gold absolviert. Und als ob das noch nicht genug wäre, sie hat bereits aufgelegt und die Prüfung mit Auszeichnung bestanden. Daniela hat uns ein Stück vom burgenländischen Komponisten Josef Pitzel darbieten. Gute Freunde, eine flotte Konzertpolka, welche den Solo-Instrumentalisten die großartige Möglichkeit eröffnet, die musikalischen Qualitäten voll zu entfalten. Das Blasorchester unterstützt mit Polka-Begleitung. Josef Pitzel komponierte eine Polka mit viel Schwung, solistischen Läufen und Melodien und wie ich gehört habe, konnten die Musikantinnen und Musikanten bei den Proben die Polka gar nicht schnell genug spielen. Für Daniela war das natürlich nie ein Problem. Genießen wir jetzt zusammen das Solostück Gute Freunde. Thank you.
Gratulation auch von meiner Seite an alle geehrten und ausgezeichneten Musikantinnen und Musikanten. Gottfried Veit, ein Südtiroler Komponist und auch der Landeskapellmeister von Südtirol, schrieb das nächste Stück, die russische Ouvertüre. Eine Ouvertüre, die sich wesentlich vom klassischen Aufbau von Opern oder Operetteneinleitungen unterscheidet. Vielmehr werden hier melancholische, aber auch schwungvolle, mitreißende Melodien aus dem bäuerlichen Alltagsleben für das Blasorchester arrangiert. Freuen Sie sich jetzt auf die russische Ouvertüre. Thank you.
Bürgermeisterin hat sich dieses Jahr wieder besondere Mühe gegeben, ein stimmungsvolles und würdiges Programm für das Vereinskonzert zusammenzustellen. Und sie hat ganz bewusst einige Werke von eher unbekannteren Komponisten gewählt. Diese Stücke machten schon bei den Probenarbeiten viel Spaß und einige haben das Potenzial, echte Konzertklassiker zu werden. So auch der nächste Marsch, mit dem wir uns in die Pause verabschieden werden. Marca de Libertad, der Marsch der Freiheit, ist ein großes Blasorchesterwerk des Komponisten Gerald Ranacher. Man muss nur erwähnen, dass es seine erste Komposition für Blasorchester ist. Ranacher ist Musiklehrer für diatonische Harmonika und Klarinette und schrieb davor vor allem Tanzmusikstücke. Heute hören Sie vor der Pause das Stück Marca de Libertad. Thank you.
Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, auch wir, die Bläserflöhe der Stadtkapelle Grein, durften Sie mit unserem ersten Stück Spirit of Music von Fritz Neuberg recht herzlich zu unserem Vereinskonzert 2019 begrüßen. In der letzten Zeit haben wir fleißig geprobt und geübt. Nun freut es uns sehr, dass wir Ihnen auch dieses Jahr wieder einige Stücke vorspielen dürfen. Thank you.
Thank you.
kommen wir zurück in unsere Heimat, den Bezirk Pern. Kurt Gebre war in den letzten Jahren als Komponist immer wieder in unseren Konzertprogrammen zu finden. Einer seiner letzten Stücke widmete er der Stadtkapelle Pern, die Perger Polka. Die Firma Krüttelbau gab das Stück in Auftrag. Kurt Gebre schaffte es mit seinen Fähigkeiten als Komponist und Arrangeur, die Besonderheiten des Nachlandes, die Geschichte der Stadt Perg von der Gründung im 14. Jahrhundert bis hin zum modernen Gewerbe- und Tourismusstandort zu beschreiben. Den Komponisten verbindet eine jahrelange Freundschaft mit der Stadtkapelle Perg und seine große Leidenschaft, das Radfahren, führt ihn selbst immer wieder in das oberösterreichische Markland. Liebe Gäste, danke für Ihr Kommen. Ich verabschiede mich jetzt schon von Ihnen und wir spielen jetzt für Sie die Perger Polka. Thank you.
Jeder kennt die Songs von Reinhard Fendrich, einem der erfolgreichsten Vertreter des Austropop. Er prägt dieses Genre bis heute und ist weit über die Grenzen bekannt. Wir spielen heute ein Arrangement von Fritz Neuböck, dem Komponisten, Dirigenten und Musikpädagog aus Ebensee. Macho Macho, weiß der Herzost wieder Bergwerk, allen Frauen Austria. Ach, was soll ich sagen? Vermutlich kennen viele von Ihnen die Texte auswendig. Wir lassen das Konzert würdig und schwungvoll ausklingen mit Best of Reinhard Fendrich.